Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon mit mir, Wigman. Beim letzten Mal haben wir einfach so einen kleinen Run gemacht, um unter anderem... Huch, was war das denn? Um unter anderem Evek und Netherlands auf Stufe 5 zu bringen. Das haben wir geschafft. Nun, bevor wir dem plappernden Propheten gegenüberstehen, wollen wir tatsächlich noch einmal die hier erstmal ausruhen lassen, damit wir nämlich Leute wie Sigmar, Netherlands im Team haben. Und dann würde ich einfach noch ein wenig Blut sammeln, wo wir jetzt schon die Chance haben. Es bietet sich einfach an. So, dafür hole ich mit unsere Blutenden. Mal ganz kurz hier gucken. Und Skoland. Dann machen wir es doch einfach so. Richtig, richtig. Ja, darüber habe ich nämlich auch schon ein wenig nachgedacht. Auf, ah nein, zuerst, bevor ich das vergesse. Alle Axtos ablegen und bitte sortieren. Chance auf Bewegen, Chance auf Betäubenfähigkeit. Leider, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Das mit den minus 20% Schaden, das stört mich. Das stört mich wirklich. Chance auf Betäubenfähigkeiten kriege ich bestimmt anders auch noch hin. Widerstand gegen Betäuben. Aber ich würde gerne betäuben. Kriege ich das denn hin? Kann ich dich eigentlich auch auf Position 2? Ja, kann ich. Macht es denn Sinn? Die Blendgranate. Komm her, Krähenfüße. Ja, die Blendgranate macht schon Sinn. Naja, fangen wir dann mal bei ihm an. Er holt mit die Wolfsquaste. Sowie Schaden bei Nahkampffähigkeiten. Jo. Plus 4 Ausweichen ist halt schon geil, ne? So, was ist denn Widerstand gegen Betäuben? Betäubungsfähigkeiten. Hab ich tatsächlich gar nicht mal so viel, ne? Chance auf Betäubenfähigkeiten nehme ich jetzt einfach mal mit. Jo. Und, was können wir denn noch mitnehmen? Einfach das Muschelhorn, weil es gar nicht mal so schlecht ist. Deswegen eigentlich eine gute Idee. Widerstand gegen Bluten und plus maximal LP. Ja, komm, hau weg. Hau weg. Ach, wir sind krank. Ach, der Blutfluch. Ach, der macht aber auch Sachen kaputt. Das ist unglaublich. So, die Hexenkelle, ganz sicher. Sowie die blutigen Kräuter. Ja, doch. Also die vergifteten Kräuter sind zwar geil, weil plus 40% Chance auf Gifthauchfähigkeiten, plus die 25%, wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme das mit. Das ist halt, es ist ein auf jeden Fall Gift. Das wäre halt schon sauwitzig, wenn wir so eine Giftchance bei 100% hätten. Junias Kopf und die geweihte Schriftrolle. Classic. Classic. Dann wären wir soweit. Es ist ein, in Anführungsstrichen, kurzer Dungeon. Ich denke, Blut müssen wir schon mitnehmen. Nahrung bekommen wir tatsächlich schon gestellt ein wenig. Das ist sehr geil. Bandagen. So, haben wir alles? Ich glaube, ja. Nein, wir haben noch keine Fackeln. Fackeln, Fackeln, Fackeln. 8 Stück, denke ich, dürften reichen. Und nochmal ganz kurz hier ein wenig gucken. Gegen alles kann ich eh nichts machen. Gegen alles kann ich eh nichts machen. Säufer, Hieromanie. Okay, also wir brauchen nicht unbedingt mehr Nahrung. Just for fun.
Also können wir einfach so los. Bin ich bereit? Nein, stopp! Wir brauchen keine Fackeln. Da ist doch dieses Blutlicht. Haha, ich habe einmal dran gedacht. Einmal in meinem Leben habe ich dran gedacht. Ist das nicht schön? Dann würde ich sagen, war's das, ne? Oh, ich hole aber doch ein paar Fackeln mit. Wegen irgendwelchen Sachen abfackeln. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Eddie, mache weiter damit. So, der Hof. Ach, wir können schon los. Okay, super. Wir suchen die Reserve des Winds. Also ich werde am Anfang erst den linken Weg nehmen. Du hast schon jetzt Verlangen. Was haben wir denn hier? Alte Delikatesse. Da können wir doch bestimmt Heilkräuter anwenden. A fortune waiting to be spent. Essen und Gold, das ist schon mal ganz nett eigentlich. Das mit dem Verlangen dahinsiechend war schlimm, wurde mir gesagt. Und dann haben wir hier schon die erste Reserve des Winters. Da nehmen wir natürlich was mit raus. Alles nehmen wir mit. Und hier auch der erste Kampf, der ist auch schon äußerst schwierig. Vielleicht schaffen wir tatsächlich jetzt Gifthauch dank den Fähigkeiten. Wenn wir treffen würden, vielleicht. Unfehlbare Knechtschaft. Zum Glück ist er schon vergiftet. Wenn wir ihn jetzt schlagen würden, das würde, könnte reichen. Das, soll ich das? Es reicht. Das ist doch super. Heilung macht leider Gottes noch keinen Sinn. Jetzt kommen schon die sorglosen Geflüster. Ja. Immer noch der Meinung, dass Grauen momentan noch ein wenig overpowered ist. Wir werden Vergeltung walten lassen. Warte. Ach, man selbst ist markiert. Okay. Okay. Wäre nämlich geil gewesen, wenn der Gegner markiert wäre. So, machen wir vielleicht aber Rampart. Naja, wir machen Vergeltung. So, und zwar auf Teamchen hier. Die drei Schaden, die könnten was ausmachen. Angriff aus dem Untergrund ist ätzend. Ach nein. Der Healer betäubt. Der Durst. Blöde Fotze. Blöde, 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 blöde Fotze. Ach. Das mit dem Heilen ist halt so overpowered, was die können, ey. Du willst mich verarschen. Du willst mich jetzt. Ja, ein Grundwert von 140, 15, 155. Die Chance liegt immer noch bei 70%, dass er betäubt ist. Mach mal. Hat natürlich nicht geklappt. Es folgt der Giftschlag. Weil auf den hinten brauche ich es nicht zu machen. Das macht keinen Sinn. Der würde das einfach nehmen. Wir kriegen super viel Schaden. Wir waren aber betäubt. Deswegen konnten wir jetzt die ganze Zeit nichts machen. So. Ich werde nochmal den Giftschlag machen. Er geht natürlich daneben. Könntest du aber bitte deinen Schlag treffen? Danke. Zumindest das kriegt er auf die Reihe. Klapperndes Gefolge. Ich habe keine Ahnung, was es. Ach, der schützt. Jetzt schützt der beide oder was? Auch super overpowered. Wieso kann der denn zwei auf einmal schützen?
Was ist das denn für ein Scheiß? So eine Schwächung. Boah, Widerstand gegen Bluten haben wir erstmal bekommen. Vergeltung. Ja, natürlich klappt es nicht. Oh, stirb einfach. Ohne Scheiß, ey. Unterirdischer Spieß. Der da hinten ist dann auch des Todes. Das ist wunderbar. So, wir gewinnen ein wenig die Überhand gerade. Betäuben ist viel zu schwer momentan. Und ich habe auch Minus auf Betäubenfähigkeiten. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Fordern wir einfach Kopfgeld ein. 13 ist jetzt nicht so schäbig. Vielleicht bekommen wir ja den präzisen Schnitt hin. Wie macht der? 2 Schaden pro Runde. Das heißt, selbst Full Power würde der nicht die Welt bringen. Dann machen wir lieber Gifthauch. So wie... Mit ihm würde ich es halt versuchen. Es ist wieder 15, 140 bei 65. Also fast eine 50-50 Chance. Kopf oder Zahl? Kopf. Sehr schön. Und damit ist er in der nächsten Runde tot. Das ist doch was Schönes. Ich werde heilen. Für 15. Ich hoffe, mein Heiler kommt auch relativ schnell wieder dran. Ach, schade. Ich hätte gerne nochmal geheilt. So. Das war jetzt gerade blöd genug. Hier sind noch Reserven des Winzers. Die nehmen wir natürlich mit. Weißt du was? Komm, 1, geben. Blutrausch. Ja, ist wenigstens das in Anführungsstrichen Positive. Wir gehen einfach mal weiter. Wenn wir nämlich Pech, also Pech in dem Sinne, dass wenn wir was Falsches gemacht hätten, wäre es wohl blöd ausgegangen. Ja, du bekommst jetzt ein wenig Blut. Wir bekommen Schätze. Keine guten, meiner Meinung nach. Der Sonnenring ist wohl relativ viel wert im Endeffekt, deswegen nehme ich den einfach mal mit. So. Aber das war's dann auch schon wieder. Gehen weiter. Hoffen, dass hier kein Kampf kommt. Nein, kein Kampf. Aber wir erkunden auch rein gar nichts. Verringert Widerstand gegen Bluten. Erhöht Stress. So. Oh boy. Das ist gar nicht mal so schäbig. Können wir die vielleicht noch... vielleicht einfach mal den Essen drücken. Wir haben eh noch 12. Ja, jetzt wollen sie essen. Natürlich. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Spiel da nicht sagt, Jungs, Mädels, ihr habt gerade echt viel gegessen. Haltet die Backen. Das finde ich schade, dass es das Spiel nicht macht. Sondern, dass es wirklich scheinbar rein willkürlich ist, wann die Leute essen und wann nicht. Und das, finde ich, macht halt relativ wenig Sinn. In meinen Augen. Aber hey, wir haben einfach nie recht. Wir haben keine Wahl. So. Also wenn wir einen anderen Weg gegangen wären und diese drei Räume nicht beäugt hätten, dann hätten wir 2 der 3 Reserven schon mal nicht gefunden. Das ist auch ein bisschen... Deswegen hätten wir da halt eher Pech gehabt, wenn ich mich nicht hierfür entschieden hätte. Und allein deswegen gehe ich jetzt noch nach rechts, falls das Spiel sich denkt, oh, du hast gemerkt, wir wollten dich verarschen, du schlauer, schlauer Junge. Und ich werde dann sagen, ha, ja, das bin ich. Aber naja, so. Wahrscheinlich werde ich gleich, ich wollte gerade sagen, aber das ist es nicht. Man sieht, dass einige der Flaschen noch ganz sind. Und was ist jetzt passiert? Säufer. Toll, was hätte ich denn machen sollen? Eine Falle und ein Kampf? Oder war das die Falle? Jetzt bin ich verwirrt. Aber okay, jeder dem Seinen, sage ich immer.
Wieso habe ich eigentlich meine Zimmertür aufgelassen? Ist ja blöd. Du Bittsteller, du. Nein, stopp, der Ritter. Der Ritter wird vergiftet. Das hat vorhin schon sehr gut geklappt. Wirklich sehr gut. Und der Ritter ist auch der Nächste. Und wird erstmal gezeichnet. Dann machen wir Vergeltung noch auf den Ritter. Hauptsache ein bisschen Schaden drücken. Jetzt zeigt die Alte Verlangen. Du zeigst auch Verlangen. Ich könnte nochmal meine Kopfhörer aufsetzen. Die habe ich gerade vor lauter Frust runtergenommen. Wow. Das war gerade ein One-Hit-Kill. Also wäre ein Kill, wenn ich das nicht überlebe. Was durchaus sein kann. Wieso greifen die eigentlich nie die verdammten Gezeichneten an? Wieso lassen die sich überhaupt zeichnen, wenn das schon nicht klappt? Ah, 9, Alter. 9. Rampart. Krimme das durch. Wahrscheinlich nicht. Betäuben. 195. Da habe selbst ich nicht genug. Aber hier würde ich gerne Rampart hinmachen. So, du bist betäubt, blöde Kuh. So, jetzt mal ganz schnell heilen hier. Scheiße, nein, ey. Du hast 5 Schaden pro Runde, nur noch eine Runde lang. Da geht doch noch was. Gifthauch. Der Sturzflug. Wie widersetzen? Du heizt nochmal hier. Wunderbärchen. So, du bekommst 10 Schaden pro Runde. Kriegen wir den vielleicht geschnittet? 9. Und? Nein! Ah, der widersetzt, der Pisser. Komm, kauf ihn dir, Alter. Kauf ihn dir. Ja, wir machen Vergeltung auf ihn hier, damit er überhaupt weg ist. Der unterirdische Spieß kommt. Ah, er weicht aus. Aber schon wieder ein Crit, Alter. Der muss einen Bonus auf Crit haben. Der muss, es geht nicht anders. Das ist jetzt schon der zweite Crit, glaube ich, hintereinander, den der gemacht hat. Ich glaube, das war der. Muss doch schon fast. Die sind zu krass. Halt die Schnauze. Ich brauche Blut. Du brauchst eine Scheiße. Du brauchst das, was ich dir sage, was du brauchst. Rampart, kriegen wir dich nochmal betäubt. Yes. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Was? Nein, nein, nein. Seuchengranate. Die sitzt auch. Jetzt heilen wir mal hier vorne. Yeah, ein Crit. Boy. So, die Betäubung ist weg. Du stirbst in der nächsten Runde. Du leider nicht. Du wirst dich sogar noch was nachtrinken. 18, Alter. 18 ist viel zu viel. Natürlich bist du ausfällig, weil du bist blöder Penner. Immer derselbe Scheiß mit dem. So, mach mal dich mal schneller, damit du noch heilen kannst, schnell. Kriegen wir das vielleicht hin? Keine Ahnung. Nimm Blut, was weiß ich. Blutrausch, ja. Bewegt euch, was weiß ich. Heilung. Los. 15. 15 ist okay. Boah, der Wichser mit seinen Crits. Das ärgert mich kolossal, dass der das kann. Und wie stark das auch immer ist, ne? Das geben wir weg. Boah, das Weihwasser und... Ah, komm. Wieder unnötig Geld ausgegeben, aber hey. Nicht viel. Nicht so viel wie letztes Mal. So. Boah, dieser Ritter, ey. Was ist der für Crit? Und dann diese blöden Moskitos mit ihrem scheiß
Durst, das ist alles so overpowered. Ich weiß auch nicht, was ich, wie ich das umgehen kann, dass die so stark sind. Es sind einfach generell starke Gegner am Hof. Es läuft momentan ganz gut, da kann ich mich echt nicht beschweren, aber wenn ich jetzt schon wieder diese zwei Blutlecker sehe, da werde ich einfach innerlich so wütend, weil ich weiß, was die können. Es ärgert mich jetzt schon kolossal. Ausweichen auf 33, ne? Da fragt man sich, da fuck, Alter, ernsthaft. So, wir nehmen die aber zuerst aus dem Spiel jetzt. Wir müssen. Was anderes wäre vielleicht ein Fehler, der sich wohl noch zeigen wird. 6 ist jetzt nicht die Welt. Er widersetzt den Bluten. Ich muss dazu sagen, ich habe keinen Verstärkten auf die Blutenfähigkeit mitgenommen. Das war vielleicht ein Fehler meinerseits. Natürlich weicht er aus. Das wäre auch zu leicht gewesen. Ich finde es halt, dass die, das Ausweichen 33, das macht mich verrückt und dann heilen die sich immer so hoch. Es ist schlimm, es ist einfach nur schlimm. Mann. So, der Pisser, ja, jetzt hat er schon wieder voll. Was, das hat nichts gebracht, was ich vorhin gemacht habe. Nichts, rein gar nichts. Wieso mache ich das denn dann auch überhaupt? Es muss nur ein Damage-Dealer verfehlen und ich habe schon verkackt. Aber das ist halt... Das sind diese Penner, diese blöden Blutlecker. Es sind in meinen Augen sogar schon fast die schlimmsten Gegner im DLC. Die schlimmsten. Weil sie sich halt, obwohl sie relativ... Die haben eine scheiß schwache Verteidigung. Ich möchte die jetzt nicht loben hier. 23 Crit reicht aus. Normaler Angriff hätte wahrscheinlich auch schon... Alter, übertreib doch gleich. Ah, ich muss noch mal ein bisschen runterkommen. Ja, halt die Tatsache, dass die halt sich einen 18er Angriff fangen und dann schon tot sind, ist ja hier, wenn ich den mit 68 sehe, ist ja lächerlich. Ist lächerlich. Aber die Tatsache mit dem Ausweichen, dass die sich hochheilen können... Das macht das alles wieder kaputt. Und die ziehen auch 11 ab. Das ist auch gut. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, läuft nicht so gut, der Kampf hier. Den kriege ich nie im Leben vergiftet. Den mit Ach und Krach vielleicht. 130, sagen wir mal 170, 195. Also, da ist dann die Chance immer noch bei 70%. Hier nur bei 50. Ich mach mal einen Giftschlag. Es hat gereicht. Das ist doch schön. Das ist doch was Schönes. So, du bist fast wieder vom Tod. Gucken wir mal, ob wir hier nicht... Wieso ziehe ich denn plötzlich weniger ab? Bin ich irgendwie... Ah. Minus 40% auf Schaden. So übertrieben. Das ist so übertrieben einfach. Krieg ich vielleicht eine Vergeltung hin? 5. So. Ach, halt doch einfach deine blöde Schnauze und lass die anderen in Ruhe. Diese Extrovertierten, ey. Ach, Bluten ist jetzt sogar vorbei. Heil mal alle, bitte. Es ist nicht viel und nicht effektiv, aber wir sind alle irgendwie an der Kante. 50-50 Chance. Es hat gereicht. Das ist doch schön. Das ist doch einfach nur schön. Heute schwächen ist dann wieder. Unglaublich stark. So langsam geht auch der Stress mit ihm durch. Alter, wo bekommt der denn den Stress her? Wir sind nicht in den Meereshöhlen. Oh Mann, ey. Ich habe keine Ahnung, wo der den Stress herholt. Außer, dass er die ganze Zeit attackiert wird und dadurch Stress bekommt. Weil der hat nichts, was irgendwie... den Stress jetzt schlimmer machen würde. Nichts.
Ach, du bist dahin siechend. Ja, halt die Schnauze da hinten. So, gucken wir mal, ob wir vielleicht beim 50-50 nochmal. Ja, schön. Oh, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, ne? Also, du hast Blutrausch. Betäuben ist eine Möglichkeit, keine gute, deswegen greife ich vielleicht sogar normal an. 11, dann dürfte ja der Meister hier, Roy, dürfte dann tatsächlich den Rest machen. Nochmal Gifthauch, ja, komm, treff einfach nur. Das ist der Grund, weswegen Peroy da ist, weil er eben so viel Damage macht. Wenn es halt klappt, ne? Boah. Den Rubin hole ich auf jeden Fall mit, nur was geht raus. Das Laudanum geht raus. Ja, jetzt. Widersetzt. Das ist doch schön. Was hast du jetzt? Nichts dazu bekommen. So, hoffen wir mal, dass sobald mal die Reserven des Winzers kommen, weil ich möchte mich eigentlich nicht weiter aufhalten. Ernsthaft? Seit wann gibt's das denn jetzt? Bedrohliche Nebel erheben sich unheimlich aus dem Sumpf. Begierig, unglückselige Reisende zu verwirren. Aber, ach, ich kapier's nicht. Die ganze Zeit habe ich keine Fackeln gebraucht. Und jetzt plötzlich, ne? Was ist denn jetzt los? Och, Mann. Ich will doch nur nach Hause. Alter, wenn das nochmal passiert, dann gehe ich einfach, ne? Ist das dann irgendwie eine Falle oder ich weiß es nicht. Es ist gerade saukomisch, dass das überhaupt passiert ist. Kein Kampf, einfach kein Kampf bitte. Also das im Hintergrund, das macht mir ein bisschen Angst. Rechts oder links? Da ist die Falle. Alter, viel zu übertrieben. Was das für einen Schaden gemacht hat, ey. Yo, halt mal kurz deine Backen. Und, du sollst was essen, habe ich gesagt. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, zur Hölle mit dieser makabren Neugier. Ja, nur was muss ich da drauf ziehen, ne? Schaufel. Glittering gold, trinkets and marbles. Jo, ich weiß, dass ich nicht genug Platz habe. Ich hätte es halt schon gern. Porträts und Büsten. Was kommt raus? Was kommt raus? Was kommt raus? Die Schlüsse kommen raus. Sind sie das? Ja! Ich kann es nicht mitnehmen, aber ich kann was wegschmeißen. Und damit war es das eigentlich mit dem Abenteuer. Und ich würde sogar sagen, wir gehen, weil der Stress macht uns schon zu schaffen. Das ist, ja, lasst uns einfach gehen. Oh, jetzt habe ich mich heute schon wieder so viel aufgeregt. Mein Herz macht das nicht mehr mit. Okay. Ja, wir haben gut Geld gemacht eigentlich. 14.000 und wir haben auch viele Erbstücke gefunden. Halt, besonders was Porträts und Büsten angeht. 7 Porträts, 4 Büsten sind gut. Ist eine solide Leistung. Alles klar. Toecliff. Labyrinth-Taktiker, plus 15% Schaden. Labyrinth ersetzt Scheusalhasser. Peroy, Grübler, minus 10% Stresslinderung. Ersetzt Meereshöhlenhasser. Gertrud, bekannter Betrüger, darf im Dorf nicht am Glücksspiel teilnehmen, ersetzt Tag aktiv. Und damit sind wir zurück im Dorf.
the tragic extent of my failings. Hier je, hier je. Ketzerisches Blut, ein exkommunizierter Wahnsinniger, reagiert auf die wachsende Seuche, die er es für richtig hält. Wie er es für richtig hält. Angetrieben von seiner Überzeugung ist er erbarmungslos und geht seinem Gewerbe mit extremer Sorgfalt nach. Der Fanatiker verfolgt Gruppen mit infizierten Helden. What the fuck? Was ist das denn jetzt für ein Typ? Ach nein. Ach Mann, Sigmar, du warst die Einzige, die hätte noch kommen müssen. Oh, er weckt, verdankt einer ausschweifenden Nacht mehr als schöne Erinnerungen. Syphilis. Ja, jetzt ist die nämlich... Ach, jetzt ist die krank, Alter. Weg hat sich der Fleischlos hingegeben und den Stress um 100 verringert. Alberto hat dem Glücksspiel gefrönt und dieses Accessoire verloren. Armreif des Glücks. Vollidiot. Alberto hat dem Glücksspiel gefrönt und den Stress um 600 verringert. Sigmar schenkt sich noch etwas ein und will die Bar noch nicht verlassen. Sigmar hat die Taverne unsicher gemacht und den Stress um 700 verringert. Balil hat mit der Meditation eine perfekte Strategie gefunden. Neuer Tick, Meditationstechnik. Balil hat meditiert und Stress um 70 verringert. Netherlands hat eine Krankheit wirksam behandeln lassen, gehatte Krankheit Syphilis. Hound Junior dürstet es nach dem Blut. Vaudeville hat ein Fläschchen Blut getrunken und damit den Durst gestillt. Der Hof wurde auf Meisterstufe 2 erhöht. Cool, denke ich. Da ist der Typ. Und der verfolgt mich jetzt, oder was? In time, you will know the tragic extent of my failings. So, schauen wir doch mal. Die 4, 5. Netherlands ist wohl noch nicht fertig. Was ich aus irgendeinem Grund nicht ganz verstehe. Sigmar wäre fertig, aber blöd Scheiß. So, Skoland, Gertrud, Peroy will nirgendwo hin. Toklöffel. Na, toll. So, das heißt, ich müsste die beiden eigentlich. Peroy will sogar nur trinken. Nee. Doch, Peroy will nur. Ja, dann müssen sie halt so aushachen. Tut mir leid, ihr zwei. Oh, Himmel, Herrgott, so weg, du blöde Kuh. Syphilis, ey. Ist zu fassen? Damit können wir wieder nicht weiter. Das ist doch unglaublich. So, ein Level 2er Hundemeister. Da können wir Hound Junior eigentlich von dann ziehen lassen, damit wir die 2, 3 vielleicht nochmal benutzen können. Das wäre doch mal was Feines, oder? Hey, komm, mach mal das doch glatt. Hound Junior wird entlassen. This one has become vestigial. Und reinkommt Dacre. Das Spiel hat sich gerade aufgehangen. Okay, mein